Weiter geht es mit meinem Format Alles anders in Yu-Gi-Oh!, wo wir uns die Unterschiede zwischen der japanischen und der deutschen bzw. internationalen Version des Anime anschauen werden. Wenn ihr dieses Format und mich unterstützen wollt, lasst sehr gerne eine Bewertung oder ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit Folge 18, Arena der verlorenen Seelen Teil 2. Im Original Schild in der rechten Hand, Schwert in der linken Hand. Nummer 1. In der Synchro machen alle Monster von Bones individuelle Geräusche, was für die Immersion eigentlich ganz cool ist. Im Original machen sie das nicht. Aber Moment mal, laut dem deutschen Kaiber von vor zwei Folgen sollte das streng genommen eigentlich gar nicht gehen, weil das ja eines der beeindruckenden neuen Features seines neuen Dual-Disc-Systems ist und die Duellerinnen demnach dazu gar nicht in der Lage sein dürften. Dass diese Textänderung von 4Kids von damals an grenzenloser Dummheit kaum zu überbieten war und mit jeder weiteren Folge, die man sich anschaut, noch hirnrissiger wird, muss ich, denke ich, nicht extra erwähnen. Nummer 2. Ruf der Gejagten bzw. Schrei der Untoten im Anime ist bei uns immer noch eine Falle, außerdem wurde die Ausrichtung der Karte bei uns um 180 Grad gedreht. Und trotzdem sagt Bones wieder Folgendes. Hast du die Zauberkarte vergessen? Der Schrei der Untoten ist immer noch im Spiel. Nummer 3. Die Wurfmesser vom Clown-Zombie sind bei uns nichts weiter als überdimensionale Leuchtstäbchen. Nummer 4. Der japanische Tristan sagt, dass Joey mit okkultem Zeug nicht gut klarkommt. Bei uns macht er einen auf Captain Obvious. Hört mal, wenn Joey in einen dieser Tunnel gelockt wurde, dann sollten wir herausfinden, in welchen. Nein, doch. Nummer 5. Zur Abwechslung ist Tristan bei uns mal intelligenter als im Original. Nummer 6. Tristans Reaktion auf den Fake-Felsen, der nur ein Ballon war, ist in der Synchro nur ein leichtes Augenbrauenzucken. Der japanische Tristan ist komplett angepisst. Nummer 7. Während sich der japanische Joey fragt, wie er die Zombies besiegen kann, hat er bei uns schon wieder die Flinte ins Korn geworfen. Dieses Duell ist nicht zu gewinnen. Nummer 8. Der folgende Dialog von Keith und seinen Handlangern dreht sich im Original darum, dass seine Strategie perfekt ist. Bei uns, wie toll er eigentlich ist. Gibst du auf, du Trottel? Wie gesagt, niemand schlägt Bandit Keith. Ja, Bandit Keith ist der Beste aller Zeiten. Wenn ihr ihn aber bei uns schon so lobpreist, wieso habt ihr aus ihm dann in der Synchro einen absolut unbekannten No-Name-Duellanten gemacht, 4Kids? You're goddamn right. Nummer 9. Das ist nur eine kurze Info am Rande, aber das ist die einzige Folge in der gesamten Serie, in der Totenkopfeffekt vom Zauberer der Zeit aktiviert wurde. What? Genauso verwundert wie Joey gerade war auch ich, als ich das erste Mal die Getränke von Holy probiert habe. Eigentlich bin ich der klassisch langweilige Wassertrinker. Aber besonders jetzt in den letzten Monaten, wo es zu oft zu heiß für mich war, haben die mich echt erfrischt. Besonders Strawberry Shark, das mir Flutschfinger-Vibes gibt, oder Citrus Cobra, was mich sehr an die Solero-Shots von damals erinnert hat. Falls ihr nicht so der Freund von Energy sein solltet, hat Holy aber auch noch eine große Auswahl an Eistees oder mit Holy Hydration mit Elektrolyten und Mineralstoffen eine Alternative zu den alteingesessenen Sportgetränken. Mit dem Code Baloo bekommt ihr 10% auf eure gesamte Bestellung und mit dem Code Baloo5 nochmals 5 Euro geschenkt, wenn ihr das erste Mal bestellt. Zum Ausprobieren eignet sich da, finde ich, das Starter-Set sehr gut. Da könnt ihr euch durch die verschiedensten Sorten durchprobieren und einen Gratis-Shaker gibt's auch noch dazu. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmals unten in der Videobeschreibung. Nummer 10. Ein Fehler in beiden Versionen. Durch den Effekt von Zauberer der Zeit werden er und der Flammenschwertkämpfer zerstört und Joey verliert 900 Lebenspunkte. Also die Hälfte der Angriffspunkte vom Flammenschwertkämpfer. Die 250 Punkte vom Zauberer der Zeit wurden vergessen, womit Joey eigentlich nur mehr 380 statt 630 Lebenspunkte haben sollte. Nummer 11. Bones soll seine Monster stärken anstatt anzugreifen, weil Joey keine Punkte verliert, wenn er sein Monster zerstört. Bei uns, weil Keith immer noch beleidigt ist wegen Pegasus' Erniedrigung. Warum ihn nur besiegen, wenn du ihn auch erniedrigen kannst, so wie Pegasus es bei mir gemacht hat? Nummer 12. Mal wieder verstehen sie in der Synchro nicht den Sinn dahinter, ein Monster verdeckt in Verteidigungsposition zu spielen. Panzerechse im Verteidigungsmodus! Dumme Leute haben meistens überhaupt keine Ahnung davon, wie dumm sie eigentlich sind. Nummer 13. Joeys Siegeswille erreicht bei uns einen neuen Tiefpunkt. Das war's dann wohl. Nummer 14. Joeys Erleichterung, als seine Freunde auftauchen, hört sich bei uns schon fast wie ein Vorwurf an. Yugi, wie kommst du hierher? Nummer 15.
Frau Kitz erfüllt mal wieder ihren pädagogischen Auftrag und entfernt jegliche Schlaggeräusche aus der Synchro oder ändert sie absolut unpassend ab, während die Dialoge mit Beleidigungen ausgeschmückt werden. Du hohle Birne! Gibst du endlich auf, Trottel, oder willst du deine Sternchips auf die harte Tour verlieren? Nummer 16. Jetzt auf einmal ist Bandit Keith bei uns plötzlich auch ein internationaler Champion. Er ist der internationale Champion. Kaiba hat uns von ihm erzählt. Was Yugi hier sagt, ist kompletter Schwachsinn, weil Kaiba ihn nie als Champion bezeichnet hatte, sondern als einfachen, unbekannten Duellanten einführte. Ein talentierter, leidenschaftlicher Duellant namens Bandit Keith hat es bis ins Finale geschafft. Jetzt könnte man im ersten Moment meinen, dass er vielleicht in der Zeit zwischen seiner Niederlage gegen Pegasus und dem Königreich der Duellanten zum Champion wurde. Immerhin waren da ja 2 Jahre dazwischen. Tja, nur blöd, dass Keith nach seiner Niederlage in eine Depression fiel und nur noch Rache an Pegasus wollte. Dass er sich da zum Champion hochgearbeitet hat, bezweifle ich doch sehr stark. Nummer 17. Joey bezeichnet Keith als Bäckermütze. Deshalb ist mir diese Bäckermütze auch bei jedem Zug überlegen. Hä? Nummer 18. Im Japanischen sagt Sigon nur, dass sie in die Burg gelangen werden. Bei uns, dass sie die einzigen sind, die in die Burg kommen werden. Außer Bandit Keith und uns kommt keiner in die Burg von Pegasus. Nummer 19. Bandit Keith fragt im Original, wie lange Joey wohl noch überleben wird. Außerdem, dass Bones eine Karte in seinem Deck hat, mit der seine Combo noch stärker wird. Unser Keith beleidigt Joey natürlich wieder, weil der seine Strategie verrät und dass die erwähnte Karte seine Verteidigung lahmlegt. Solltest deine Strategie nicht so rausposaunen, Trottel. Bones hat eine Sonderkarte in seinem Deck, die deine Verteidigung mit links lahmlegt. Nummer 20. Der japanische Joey glaubt Keiths Worten. In der Synchro hält er das alles für einen Bluff. Bluffs doch nur, das kann ja unmöglich mit nur einer einzigen Karte. Nummer 21. Was ist so schwer daran, eine Zauber von einer Fallenkarte zu unterscheiden, Frau Kitz? Diese Fallenkarte kann das... Oh, come on! Nummer 22. Und noch einmal... Jede Karte im Verteidigungsmodus wird von jetzt an diese Fallenkarte aktivieren. Das wirklich Traurige hier ist auch, dass im japanischen Dialog der Kartentyp gar nicht erwähnt wird. Nummer 23. Der japanische Tristan wird Joey nicht vergeben, sollte er das Duell verlieren. Bei uns sagt er folgendes. Hör nicht auf ihn, du darfst nicht aufgeben! Nummer 24. Dass Pumpkin vom Ruf der Geragten nicht wieder zurückgebracht werden kann, weil er ein Geistmonster ist, sagt bei uns Yugi. Im Original denkt sich das nur Bones. Nummer 25. Als Joeys Rotauge vernichtet wird, hätte Joey eigentlich bereits verloren gehabt, wenn sie den Effekt vom Zauberer der Zeit vorhin richtig abgezogen hätten. Ein Hoch auf die Plot-Armor! Nummer 26. Im folgenden Dialog zwischen Keith und Joey geht es in der Synchro nur darum, dass nur Gewinnen eine Rolle spielt und er sich nächstes Mal persönlich mit ihm duellieren soll. Bei Duel Monsters kommt es darauf an, seine Gegner komplett auszuschalten. Nur der Sieg zählt, kapiert? Im Japanischen will Joey fair gegen Keith spielen, worauf dieser sagt, dass es bei Kartenspielen nur darum geht, seine Gegner auszutricksen und zu betrügen, womit wir hier schon ahnen können, wie er sich selbst duelliert. Nummer 27. Der japanische Joey verspricht Bandit Keith zu besiegen, worauf dieser sagt, dass ihm dazu die Skills fehlen. Bei uns sagt er folgendes. Alles klar, ich zittere schon vor Angst, du Knalltüte. Nummer 28. Als Keiths Handlanger den Stein vor die Höhle schieben, um Yugi und seine Freunde darin einzuschließen, lobt er ihre gute Arbeit. Bei uns hat er mit Bones noch ein Hühnchen zu rupfen. Mit dir habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Nummer 29. Der japanische Bones zweifelt, ob es nicht zu weit geht. In der Synchro läuft's folgendermaßen ab. Ja, aber warum denn, Chefchen? Nummer 30. Bei uns erhält Keith die Sternchips seiner Handlanger, weil sie Angst vor ihm haben und sie ihm einfach geben. Rück sie raus! Nimm sie dir einfach! Im Original läuft das etwas anders ab, aber hört am besten selbst. Nummer 31. Bones und die anderen liegen im Original schließlich bewusstlos am Boden. Bei uns sind sie noch bei Bewusstsein und die Szene ergibt aufgrund des vorher geänderten Dialogs auch deutlich weniger Sinn. Ich hasse es, wenn er so gemein ist. Ich komme, Pegasus. Und das war's mit Folge 18. Liken und kommentieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.